letzten Konzert hier beim Badentreffen auf dem Seewalder Platz. Seit Jahren begleitet uns die Musik und es gibt trotzdem immer wieder etwas Neues. Gemeinsame Sache mit Vollblutmusikern, die uns bekannte Hits, unbekannte Songs und extra für das Badentreffen geschriebene Titel präsentieren. Noch mehr über sie zu sagen, würde bedeuten, Eule nach Athen zu tragen. Wir sind ganz stolz, dass sie heute Abend da sind. Verliebte Jungs machen gemeinsame Sache. Herzlich willkommen, Purple Schulz! Sowas wie ein Hochgefühl, das provoziert das Herz macht bumm. Und dann wird ihnen schwül, kribbelt in den Beinen und zieht sich auf bis ins Genick. Dann kriegt es noch was höher und im Hirn erwacht es nicht. Verliebte Jungs tanzen auf den Straßen, treiben ihre Nasen an die Frauen, die sich das gefallen lassen. Verliebte Jungs sind einfach nicht zu fassen. Wenn es mal Klick gemacht, dann hält sie keiner auf. Sie lachen vor der Perle, doch sie stehen wieder auf. Sind nur sich zu wehren, niemand kommt dagegen an. Sie sprengen alle Ketten, geben zweimal durch die Wand. Und die Jungs sind irgendwie die Kinder. Ist das doch, je verliebter. Und ihr? Jeder. Verliebte Jungs. Thank you.
Applaus. So, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr so tolles Wetter mitgebracht habt. Und für das Versiegen. So, wenn ich die Jungs mal jetzt so schnell vorne weg, dann haben wir das auch hinter uns. Sonst wird das hier noch zu einer 80er-Party, das wollen wir nicht. Aber ihr könnt euch drauf gefasst haben, wir spielen schon ein paar Songs von früher. Songs aus dem letzten Jahrtausend, kann nicht so verkehrt sein, ich habe mich eben mal hier ein bisschen umgeguckt. Also bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich euch erstmal die eben angekündigten verliebten Jungs vorstellen. Wir haben wirklich keine Doppelzimmer, ja? Da lege ich Wert drauf, auch wenn heute Christopher Street Day ist, in Frankfurt und in Braunschweig. Aber so ist es nicht, denn das hier ist das Projekt Gemeinsame Sache. Was sich immer wieder anders präsentiert, das ist eine Idee von meinem Kollegen Josef Piek, die hatte er 2004. Wir hatten immer Künstler eingeladen und sind mit denen ohne Proben auf die Bühne gegangen. Und wir hatten ganz viele verschiedene Gäste dabei, unter anderem auch Heinz Rudolf Kunze, der gestern hier gespielt hat. Und als der Heinz Rudolf Kunze zu uns kam, da brachte er jemanden mit, den wir bis dahin noch nie gesehen haben. Und das war an der Kachon, Wolfgang Stute. So, die Jahre gingen ins Land und da brachte der Wolfgang jemanden mit in dieses gemeinsame Sache-Projekt, den ich bis dahin auch nicht gekannt hatte. An der Violine und der Mandoline, Hajo Hoffmann. Die meisten von euch wissen ja, dass ich seit über 30 Jahren mit meinem Kollegen Josef Piek zusammen auf der Bühne stehe, der die Hälfte dieser schönen Stücke geschrieben hat und seitdem immer mit mir zusammen Musik macht und Gitarre spielt. Aber Josef hat es vorgezogen, in diesem schönen Sommer in Urlaub zu fahren. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch meinen Gitarristen einfach mal selber. Das habe ich dann vor 19 Jahren gemacht. Alle Gitarre, Dominik Schulz! Ja, so, das wäre ganz nett, weil das irritiert mich. Das bringt mich furchtbar raus, wenn ihr immer hier rumblitzt. Ich kenne zwar auch Blitzer, noch aus den, jetzt nicht von der Autobahn, sondern aus den 70ern. Die rannten immer nackt über die Fußballfelder. Hier ist noch nie einer nackt über die Bühne gerannt. Ne? So, ich habe es euch versprochen. Haben wir es jetzt?